Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem erneuten Kill-Duell mit dem Tesco. Was geht ab, Leute? Tesco ist am Start für euch. Ja, heute mal ein Kill-Duell gegen Danny Burnage in COD Ghosts. Ich würde mal einfach mal sagen, wir suchen schon mal eine Runde aufgeputscht. Ich hoffe, du hast da nichts gegen, mein Freund. Ne, ich liebe aufgeputscht, Digga. Ohne Scheiß, wenn ich jetzt mal aufgeputscht bin, dann geht's richtig ab. Aber eine Sache muss ich loswerden. Und zwar, ich werde natürlich gewinnen. Ne, ist ja klar. Aber, Tesco ist eigentlich tausendmal besser als ich. Aber ist gar nicht so schlimm, Leute. Ich zeige ihm jetzt, wie ein schlechter Spieler als er ihn fertig macht. Also, Sarah, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, Leute. Gut, hier aufgeputscht auf Prison Break klingt nicht schlecht, oder? Ja, auf Prison Break. Ja, genau, Leute. Ach ja, schon mal vorab, Leute, wenn ihr im Hintergrund eine Mädchenstimme hört, die irgendwie rumzickt oder so, nichts wundern, das ist meine Freundin. Und ja, ich entschuldige mich. Nein, ich. Guck mal, sie fängt schon an. Sie hat mich gefragt, ob ich das extra jetzt sage. Nee, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal mich dafür entschuldigen. Gut, Leute. Ich will dich nicht verarschen. Boah, jetzt kommst du, hör auf, bitte. Die hören irgendwie was mit 100.000 Leute zu, ne? Okay, jetzt bekomme ich einen Kuss. Danke. Danke. Ja, der Baba. Alles klar, halt. Bei Tesco läuft, Alter. Bei Tesco läuft richtig. So muss das sein. Gut, wir finden hier irgendwie keine aufgeputscht Lobby. Ey, Digga, ohne Scheiß, aber ich zocke eigentlich auf PS3. Jetzt muss ich wieder auf Xbox wechseln. Also an alle Xboxer, ich bin erstmal wieder da. Der ist so für wegen mir. Ja, für zwei Spieler, da bin ich wieder weg. nee, keiner Spaß. Aber Leute, ich sag's euch, ja, wie soll ich sagen, aber der Tesco ist ziemlich gut. So kennt man mich schon. Meine Freundin hat mir meinen Mund zu bohrbart. Sorry, Leute. Ich merk schon, Alter, ich seh schon, Alter, ich hab einen Kill, er hat 10 Kills oder so, Alter. Und? Tesco, keine Sorge, ich geb mein Bestes, Alter. Ach. Ich geb jetzt wirklich mein Bestes, auch wenn ich jetzt wieder keine Xbox mehr gespielt habe, aber gut. Fühlt sich auch wieder gut mal an, wieder mal einen Xbox-Controller in der Hand zu halten. Ja, was mich natürlich auch persönlich freut, dass wir mal endlich zusammen mal ein Video machen. Wir kennen uns schon seit, wie lange kennen wir uns denn? Schon 2-3 Jahre? Ja, wir kennen uns schon übertrieben lange. Und damals haben wir auch schon ein Video gemacht, so in einem Kill-Duell war das. Ja, genau, mein 20k-Abo-Spezial, da warst du ja dabei. Also das Video war auch extrem, ja, gut, sage ich mal. 250.000 Klicks im BO2 hat extrem Laune gemacht mit Near Solution und Danny Burnage. Die Kombination hat einfach super geklappt und das haben die Leute, beziehungsweise also ihr, extrem gefeiert. Gut, ja, und ich weiß noch, als ich Solution den Arsch gerettet habe, indem ich mehr Kills hatte als du, und dann hat Solution noch gegen dich gewonnen, Alter. Ja, genau, Mann. Da hatte ich eine Woche lang mit dir oder so nicht gesprochen, Mann, weil ich da irgendwie noch sauer auf dich war. Ja, ich weiß. Ey, Digga, ich kann mit diesem Controller gar nicht mehr umgehen, Alter. Ich weiß, so das ist jetzt eine Ausrede, ne? Ah, mein Kill, danke. Nein! Auf damit, Junge! Es reicht! Digga, ich kann nicht mehr damit zielen, Alter. Ey, voll hör komisch, auf! Ey, meine Freundin macht extra so im Hintergrund Faxen. Ja, nervi. Ey, ohne Witz, die lenkt mich so ab, Mann. Die füttert mich jetzt mit Popcorn, Mann. Die waren gestern im... oh mein Gott! Ich hab Popcorn im Mund, Mann! Hör auf damit! Ey, das ist total wichtig. Das ist hier kein Kill-Duell gegen einen Random oder so. Ich spiele gegen Danny Burnage. Ich hör jetzt auf, bitte. Oh mein Gott, Mann. Digga, ich fühle mich übel geschmeichelt, Alter. Digga, du bist der Schmeichler. Du bist der Schmeichler höchstpersönlich, Alter. Du bist der größte Schmeichler ever, Alter. So. Es gibt keinen größeren Schmeichler als dich und ich bin gestern. Oh. Ich trau mich gar nicht zu gucken, wer am Führen ist, Mann. Ich auch nicht, ich gucke nie, Alter, nie. Guck mich auch gar nicht, Alter. Du bist eh am Führen. Nee, aber ist nicht so schlimm, Alter. Unentschieden, Mann. Laber doch keinen Scheiß. Sag mir lieber gar nichts. Bitte sag mir nichts, Alter. Digga, ich kann nicht mit diesem Scheiß-Controller spielen. Hab vor lange nicht mehr damit gezockt. Oh Gott, bin ich schlecht. Bin ich schlecht. Ja, ich auch, Alter. Ihr seht, Leute, ich hab wirklich. Ich weiß, was ich mache, Digga. Aber ich hab. Oh, meine Empfindlichkeit ist auf 20, Alter. Kein Wunder! Auf 20? Oh mein Gott, Mann. Wie kannst du das? Ja, kein Wunder, wie ich das zielen kann. Digga, du siehst, ich hab lange nicht mehr Xbox gezockt, Alter. Oh nein. Du bist gestorben, ja, Alter. Oh, ich auch.
Ach ja, Leute, vergessen zu erwähnen, wir laden die Videos hier beide hoch. Ja, also wenn ihr das... Ja, erzähl. Wenn ihr das aus Tesmos Perspektive aus sehen wollt, dann geht bei ihm, und wenn ihr das halt auf meiner Perspektive sehen wollt, dann geht zu mir einfach. Genau, das wollte ich jetzt gerade auch eben sagen. Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Schaut bei ihm vorbei. So. Den Typen kenne ich so lange, Leute. Also. Ja, ich finde das auch schade, dass wir nicht mehr gemacht haben. Ja. Nur ich merke auch. Ja? Ja, immer wenn ich auf anderen Kanälen bin, ne? Ist mir so aufgefallen, die Leute beschweren sich immer, Danny Burnage, oh, das Scheiße, weißt du? Dabei mach ich, oder, ist auch bei mir so, wenn ich mit anderen Leuten, die auf meinem Kanal sind, ne? Ja. Dann ist es immer so, oh, nicht der, Danny, nicht der. Ich mache immer das mit den Leuten, mit dem, auf die ich Lust habe, ganz einfach. Ja, das ist auch, wie ich finde, auch richtig. Du musst ja auch an der ganzen Sache Spaß haben, weißt du? Sonst macht es ja sowieso keinen Sinn, YouTube-Videos zu machen. Ja, und zum Beispiel, wenn andere Leute jetzt bei mir sind, dann sage ich zum Beispiel auch nicht, ich mache ja jetzt nicht jeden Tag mit den Videos. So, aber, ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich mache mal mit den Leuten, mit denen ich, auf die ich Lust habe, so. Ja, zum Beispiel, Leute, ich und Danny hatten schon lange keinen Kontakt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber ich denke mal schon mindestens so 2 Monate oder so. Auf jeden Fall habe ich ihn vorhin angeschrieben, ich so, hey, na, wie geht's, Brudi, und so, lange nichts gehört. Dann habe ich vor allem, ihr müsst euch vorstellen, eigentlich Schwarzbrot, ne, bei Skype. Und ich habe ihn, fast geblockt, Alter, weil ich dachte, das wäre irgendeiner aus meiner Freundesliste irgendwie, keine Ahnung, den ich nicht kenne. Ja, auf jeden Fall, ich so, er schreibt mir so, ja, ich bin Cesco, was soll die Scheiße und so. Machte so ein trauriges Smiley hin und so, als ob der mich vergessen hätte. So, was, du bist Cesco und so. Und dann... Ja, Digga, wieso nennst du dich Schwarzbrot? Keine Ahnung, Mann. Und das Beste ist, ich habe hier auch so ein Bild drin, so ein Stück Schwarzbrot, Mann. Oh, Scheiße. Ah, oh, nein! Digga, ich kann nicht ziehen, Alter. Die Leute, ihr seht, Alter, würde ich auf PlayStation spielen, würde ich definitiv besser sein, Alter. Nein, Baby, ich will kein Popcorn, danke. Ey, was? Ich aber... Nur ein Kill und wird gewonnen. Unentschieden! Alter Schwede. Eigentlich theoretisch müssen wir jetzt die Tode anschauen, dann hätte ich gewonnen. Ja, aber jetzt könnte man ja die Punkte auch anschauen, die Punkte. Ja, geil, jetzt kommt ihr mir so an mit Punkten. Ja, ich muss doch immer sagen. Oh mein Gott. Gut, dann sollen wir das dann so machen, dass wir jetzt eine entscheidende Runde spielen und wer die dann gewinnt, hat ja das Killduell gewonnen. Ey, ich würde sagen, ohne Witz, wir spielen jetzt noch. Was? Ohne Witz, ich habe so viele Killduelle gemacht, ne? Ja. Boah, das darf ich gar nicht erwähnen, Mann. Ich weiß ja auch gar nicht, wann ich das hier zuerst hochladen werde. Okay. Aber gut. Ja, also, ich würde jetzt sagen, wir machen noch ein Spiel und der jetzt gewinnt. Ah, nee, Digga, die Map ist übel scheiße, aber. Hast du souverän? Dann suchen wir was anderes. Sollen wir Herrschaft spielen? Oh, Herrschaft bin ich schlecht, Alter. Blitzangriff? Blitzangriff macht richtig Spaß. Ja, lass mal, mach Blitzangriff, ja, ist okay. Ja, alles klar, sauber. Gut, wie du gerade gesagt hast, wer die Runde gewinnt, hat gewonnen. Ja. Gut, ich bin ein bisschen nervös, Mann. Boah. Ernsthaft jetzt? Ich null, Alter, aus irgendeinem Grund bin ich null nervös. Ja, eigentlich, ich auch gar nicht, nur... Ach, keine Ahnung. Ganz klar. Lass mal Strike Zone nehmen, da geht's richtig ab, Alter. Ja, auf jeden Fall Strike Zone. Strike Zone ist so das neue Dome, finde ich. Ja, sagen viele. Ja, Strike Zone, ja, schmeckt auf jeden Fall. Ja, vor allem, ich muss sagen, alleine macht mir das Spiel nicht so viel Spaß wie mit Freunden. So, wenn ich mit dir Killduell mache, da könnte ich das 2 Stunden lang machen, weil es einfach Spaß macht, weißt du? Daddy? Aber wenn ich zum Beispiel alleine spiele, dann macht das Spiel nicht so viel Spaß, muss ich zugeben. Du hast gerade gesagt, du könntest ein 2 Stunden Killduell machen. Denkst du nicht, dass die Abonnenten jetzt sagen würden, ja, mach es, Danny Burnage, hier 2 Stunden kennst du doch. Ja, wieder. Wahrscheinlich, Alter, ne? Ja. Aber ich denke, weißt du was, ich könnte mal sowas können wir mal machen, mit Solution mal wieder so alte Zeiten aus Spaß und dann ein 2 Stunden Killduell oder so. Boah, das wollen sie jetzt alle, Digga. Ohne Witz, wir drei in einem Killduell 2 Stunden, das harmoniert einfach nur so exzellent, mein Freund. Also, da würden die Abonnenten sich wirklich drüber freuen. Wir haben gar nicht synchronisiert. 6, 5, 4. Fuck, Digga. Let's go, das Biest. Jetzt werde ich dich abziehen, Mann. Digga, okay, ich würde jetzt richtig knapp. Digga, das war. Eigentlich hättest du gewonnen, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Es hat geleckt, Mann. Echt jetzt? Ja, bei mir hat's geleckt, aber das ist kein Ding. Bei mir nicht, Digga. Bei mir leckt's nie, Digga.
Ich bin der lagfreie Mensch. 200.000 Abo- 200k. Oh, wo spawnen die? Ich finde die gar nicht, Alter. Also ich kenne die Spawns hier relativ gut, Mann. Du hast sie versagt. Naja, echt? Obwohl du bist am Führen. Fuck, Digga. Bin ich am Führen? Laber doch keinen Scheiß, Alter. Ja, ey, ich bekomme hier so auf die Fresse, Digga. Fuck. Digga, ist doch gar nicht schlimm, Alter. Wenn ich gegen dich verliere, ne, beende ich meine YouTube-Karriere. Ernsthaft? Nein, Spaß, Mann. Oh, Scheiße. Also viele Leute wissen auch gar nicht, dass du früher so krank gute Gameplays gerissen hast, ne? Die sehen... Nee, wissen die. Ja, viele denken... Digga, ich bin... Ja? Schon lange nicht mehr. Ja, ich zock jetzt hier gerade seit langer Zeit wieder hier Xbox, Alter. Ich komme hier gar nicht klar, Digga. Und ich bin ganz ehrlich, Alter, ich komme null klar. Ey, ich fange gleich an zu weinen, Mann. Ich darf nicht verlieren. Alter, ich mach mir gar keinen Stress, Alter. Ich bin nicht mal ein bisschen aufgeregt. Keine Ahnung wieso. Ich weiß nicht wieso, ich zocke hier gerade gegen den übelsten Pro, Alter. Aber ich bin null aufgeregt. Danke, Bro, Mann. Das hört man sehr, sehr gerne, obwohl ich hier gerade... Ah, nein! Ah, gut. Fingerfertigkeit. Alter, ich bin gerade übel am Konzentrieren. Frag mich... Oh, was? Wieder unentschieden? Junge, was ist mit dir, Mann? Was? Wieder unentschieden, Mann. Was ist mit dir? Laber doch keinen Scheiß, Alter. Ernsthaft? Ja, Mann. Ich mach hier die ganzen Kills, Alter. Jetzt ist nicht mehr unentschieden. Jetzt steht's wieder für mich, Alter. Satcom, oh, Digga, Satcom. Ey, hör auf. Hör auf, Mann. Du bist am Führen. Ey, Junge, willst du mich verarschen, Mann? Ey. Ja, mal sehen, für wie lange, Alter. Oh, fast hätte ich einen Triple Kill, Alter. Hätte ich da durchschießen können. Boah, traurig bin ich schlecht. Ey, ich werde hier richtig aggressiv. Ich werde langsam aggressiv, Mann. Sterb, Danny, Mann. Ich gönne dir den Sieg gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, warum, Mann. Ich gönn's dir gar nicht irgendwie, ohne Witz, Mann. Obwohl ich dich so gut leiden kann. Weil ich einfach nur gerade so extrem schlecht zocke, Mann. Aber egal. Ich weiß, Digga, du... Aber Digga, ist nicht so schnell. Jeder muss mal verlieren, Alter. Ja. Was? Ey, du führst mit 6 Kills. Ich fang gleich an zum Final, Mann. Ich bin so witzig, Alter. Digga, ich wechsle wieder zur Xbox. Ja, vorhin noch Xbox-Controller scheiße und so. Ich hab lange nicht gespielt. Ja, toll. Ey. Der kann gar nicht so scheiße sein, Digga, wenn ich hier gewinne, Alter. Der muss gut sein, der Controller. Ja, traurig, Diggi. Egal, ich räum. Ah, nein, Mann. Nein, ich werd die ganze Zeit gekillt, Alter. Jawohl. Oh, ich hab jetzt einen Assist. Ah, nein, Hund rennt zu mir, fuck. Boah, Alter, kannst Digga, du die Scheiße ein bisschen alle, leiser machen? Ich meine Freundin. Boah, ey, wie kann man den ganzen... Nein, nix, ey, ich werd schon wieder aggressiv, unnötig. Vertragt euch wieder, alles wird gut. Boah, ohne Witz, wir haben fast den ganzen Tag Beef, Mann. Ja, Digga, das ist, weil du nicht die Hosen anhast, Alter. Nee, sie darf die Hosen anhaben, du musst aber der Gürtel sein. Bei mir, die Frauen mucken gar nicht, die außer eine, die hat die ganze Zeit gemuckt, aber die war dann nie wieder bei mir. aber ja. Die anderen, Alter, die sind alle brav bis zum geht nicht mehr. Die sitzt bei dir im Keller, ne? Ja, die sitzt bei mir im Keller und muss putzen, Alter. Tief. Muss putzen, weil sie frech war. Oh, schade, Alter. Fast habe ich die gekillt, Alter. Ich habe die ganze Zatcoms, Alter, aber nichts anderes. Ich habe auch übrigens gar keine Killstreaks dabei. Ja, ich auch nicht. Ich zock hier mit Spezi, Digi. Ja, ich habe, ich hab nicht mal Spezi mit, also ich hab gar nichts mit. Ich Olda. Hab nur zwei von Spezi. Olda bin ich hier negativ, Mann. Echt? Bist du negativ? Ja, Mann. Laber doch keinen Scheiß, das glaube ich dir jetzt nicht. Ich bin der negative Spieler, Digga. Ja, du bist übel negativ, Alter. Aber nur mit einem Kill. Boah, nee, ey, Digga, die... Ich weiß nicht, was los ist, ne, aber... Ich kann hier heute gar nichts, Mann. Digga, ist nicht so schlimm, Alter. Ja, weil du am Gewinnen bist, deswegen ist das nicht schlimm. Oh nein, oh nein. Boah, nee, Leute, ich muss die K7 Bitch Powerwaffe rausknüppeln. Alles klar, Digga. Hab ich gewonnen? Nein, nee, hab ich noch eine Runde. Ich weiß.
So, die letzten 3,5 Minuten. Ey, kannst du die Scheiße ausmachen, bitte? Nein. Ey, das ist zu laut. Ich bekomme Kopfschmerzen. Ich habe Kopfhörer auf und ich höre die Scheiße immer noch. Bitte. Ich mache hier gerade einen Commentary. Das geht nicht. Boah, Alter. Ja, boah, nee, Mann. Jetzt fängt die Scheiße schon wieder an. Gut, egal. Ja. Ja? Oh, ich kann nie Leute messern, Alter. Boah, nee, Mann. Ich fang gleich an zu weinen, Mann. Was für... Oh! Ey, was für Tode ich reinbekomme, Mann. Einfach nur traurig. Oh, jetzt macht die noch hier Faxen. Hör auf damit. Ich bin aggressiv, wenn ich spiele. Du kennst mich nicht. Ja, dann werd aggressiv, Alter. Werd aggressiv, Alter. Ein Kill. Ja, Hauptsache ich gewinne die Scheiße hier, Mann. Alles andere ist mir scheißegal, ey. Ganz ehrlich, Mann. Ich geb mir jetzt so viel Mühe, ne? Ich auch, Alter. Ey, ich raff das nicht. Die treffen mich immer irgendwie, ne? Ja, Digga, ich konzentriere mich auch übertrieben, Alter. Ich habe mich noch nie so konzentriert, ohne Scheiß. Boah, ne. Ey, die Xboxler, ne? Die treffen immer, die fake aimen gar nicht, Mann. Oh, oh, double gemoppelt. Oh, oh, oh. Jawohl. Der Baba, Mann. Ich merke, langsam gehst du ab, Alter. Ja. Egal. Und. Ey, du bist immer noch am Führen. Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Ich gebe hier mein Bestes, Alter. Ohne Scheiß, ich gebe hier mein Bestes. Ey, du hast du gerade mein Kill geklaut? Ja, ja, voll, Mann. Ja, ja. Ey, Digga, hier geht's wirklich um jeden einzelnen Kill, Alter. Ja, das ist übel krass. Das ist so knapp, Mann. Das ist so knapp, Mann. Ich krieg auch gar keine Kills ab. Jawohl, ich sag euch die Gegner, Mann. Den hinter dir. Verarscht. Ja, du warst hinter mir. Oh, Scheiße. Oh, bist du tot? Ja. Digga, dann musst du campen, Alter. Genauso wie ich. Oh, die campen auch alle. Oh mein Gott, jawohl, Mann. Ich bin so am Führen. Echt? Ja. Oh nee, Alter, scheiße. Aber trotzdem immer noch knapp, Mann. Noch 3 Minuten zum Zocken, Mann. Ah, Digga, das wird jetzt nervig, Alter. Wehe, du gewinnst, Alter. Wehe, du gewinnst. Ja, du warst auch ganze Zeit mit 4 Kills oder so am Führen, Mann. Ich hab auch aufgeholt, Mann. Ja, ich weiß. Oh! Aber die Gegner sind so am Schimmeln, ne? Die campen nur! Ja, deswegen wollte ich das nicht spielen, Alter. Die campen nur, nein! Also jetzt kommt auch noch meine Schwester rein. Ich hab keine Zeit. Ey, Dennis, ey, das ist doch nicht normal, oder? Komm später nochmal. Oh mein Gott. Traurig. Oh. Traurig aber wahr, Alter. Ja. Oh nein. Ein Kill? Ey, Junge, willst du mich verarschen? Ja, Digga, es geht gerade ab, Alter, bei mir. Bei mir läuft gerade richtig, willst Alter. Willst du mich verarschen? Bei mir läuft gerade richtig, Alter. Alter, ich bin so glücklich, dass ich wenigstens noch den einen Kill bekommen habe. Ich kämpfe hier Kill um Kill. Ich will einfach nur jeden einzelnen Kill sammle ich gerade, Alter. Jeden einzelnen Kill. Frag mich, Digga, frag mich. Das ist übel krass, Alter. Ich kämpfe um jeden einzelnen Kill. Ich mir scheiße, ob ich sterbe. Ich kämpfe die ganze Zeit so krass, Alter. Ah, oh, ich bin auch so am Kämpfen, Mann. Boah, ne. Und wer ist am Führen? Jawohl, Mann. Nee, oder? Ernsthaft? Ja. Ich guck gar nicht hin, Alter. Oh mein Gott, ist das knapp. Oh mein Gott. Aber jetzt ist Feierabend, Mann. Jetzt hab ich mein Movement. Jetzt hab ich mein Movement, Mann. Ja, das will ich sehen, Alter. Oh, oder ich hab doch nicht mein Movement. Oh, stell mal vor, aus meiner Kiste kommt Camp Strike und du nimmst sie und bist am Führen, Mann. Ich würde so weinen, Digga. Ich würde so weinen. So eine Kiste oder was? Ja. Kommt ja manchmal hier Camp Strike raus, weißt du? Ja. Sogar ziemlich wahrscheinlich sogar. Ja, auf wenn man irgendwie... Abo! Nein, da ist Juggernaut! Hör damit! Nein, jetzt hat ein Gegner das, Mann! Verpickt! Alter, Digga, ich verkacke richtig. Ja, Digga, ich habe so gut wie verloren. Und der Typ hat Juggernaut, ernsthaft? Ja, von meiner Kiste auch noch, Mann. Ernsthaft, Digga, ja. Ernsthaft. Das nehme ich dir jetzt richtig übel, Alter. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, ich bin taktisch vorgegangen, Mann. Heftig, Alter. Du bist einfach der Taktiker, der pure Taktiker, Alter. Oh ja, ich hab gewonnen, oder? Oder? Oder machst du schnell eben 5 Kills oder so? Alter, 5 Kills, ernsthaft? Ja, jetzt 4. Oh scheiße, der Junge dreht wieder auf! Ey, Alter, Digga, das war noch knapp. Nie, das war noch nie so knapp, Mann. Ah, nee, Doppelkill. Ende, Digga. Ah, scheiße, Alter. Ja.
Ah, das Problem war, soll ich dir was erzählen? Ja, erzähl. Und am Anfang, ne, hatte ich null Herzklopfen, wirklich null. Hat mich gar nicht gejuckt, ne? Ja. Dann habe ich gut gespielt, aber ab dem Moment, ab dem ich Herzklopfen bekomme, spiele ich richtig schlecht, Alter. Wenn du nervös bist. Aber ich muss sagen, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Gut, ja, die zweite Runde habe ich gewonnen. Somit bin ich der Sieger. So schaut's aus, Mann. Freust du dich auch? Ja, natürlich. Nee, die hat Nein gesagt, also meine Freundin. Ich habe sie gefragt. Sie hat Nein gesagt. Scheiße, Mann. Aber gut. Alles klar, Digga. Danke fürs Mitmachen, Alter. Ja, ja, ziemlich nett von dir, ne? Ja, kein Ding, dass Digga. Dass wir wieder mal zusammen ein Video machen konnten. Ja, Digga, ich denke, das werden wir auch später, früher oder später nochmal wiederholen, Alter. Ja, denn mir hat das richtig Laune gemacht. Mir hat das richtig Laune gemacht. Ja, weil ich werde dich auf jeden Fall noch richtig fertig machen müssen. Das wird auf jeden Fall, der Tag wird noch kommen, Alter. Der Tag wird kommen. Gut, Leute, ja, erzähl. Soll ich das Schlusswort machen? Ich überlasse dir das gleich, okay? Ja, okay, alles okay. klar. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das gefallen und ihr mehr davon sehen wollt. Außerdem schreibt in die Kommentare, habt ihr gedacht, dass er gewinnt? Dachtet ihr am Anfang, ich gewinne? Allerdings wurde ich zum Schluss richtig aufgeregt. Nur zum Schluss aber. Und dann muss ich sagen, dann wurde ich immer und immer schlechter. Aber finde ich okay so, weil Disco ja auch eigentlich der beste Spieler ist. Aber beim nächsten Mal mache ich es dir nicht so einfach. Und dann geht der Link in der Beschreibung zu Tesco und dann überlasse ich dir das Schlusswort. Gut, Leute. Ja, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Lasst eine Bewertung da. Ich bin ebenfalls weg. Tschüssi. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.